Lieben, heute will ich euch zeigen, wie man einen schönen Schlitz an einem Mantel nähen kann. Das hier ist der neue Mantel Rixa und hier sind schon die Briefecken eingezeichnet. Da müsst ihr also nichts mehr dazu schneiden. Als erstes habe ich hier meinen Mantel zugeschnitten mit dem Schnittmuster entlang der äußeren Kontur. Diese Linien sind im Schnitt Rixa auch unter den Größen gespeichert, also nicht nur in der Nahtzugabe, einfach weil sie wichtig sind und so müsst ihr sie nicht selber zeichnen, auch wenn ihr jetzt ohne Nahtzugaben drucken wollt. Also als erstes an der äußeren Linie zuschneiden. Der nächste Schritt wäre, die hintere Mitte zu steppen, bis hier zu diesem Zeichen Schlitzbeginn. Das mache ich dann jetzt. Die hintere Mitte ist jetzt bis zum Schlitzzeichen gesteppt. Im weiteren Verlauf von der hinteren Mitte habe ich einen Heftfaden genommen und das dann von Hand durchgezogen. Zugeschnitten ist es immer noch an der äußeren Kante. Das ist die linke Seite, hier ist die rechte Stoffseite und hier habe ich meinen Schlitz, so wie er auch in der Nähanleitung zu sehen ist. Diese Seite ist die linke Seite auf der linken Stoffseite, aber das ist eigentlich die rechte Mantelseite und das da hier ist die linke Mantelseite. Die rechte Mantelseite wird der Übertritt, die linke Mantelseite wird der Untertritt. Der Untertritt geht unter dem Schlitz, also ist er länger. Das heißt, wir müssen diese Seite hier, also hier die rechte Mantelseite, auf 2 cm zurückschneiden. Dann legen wir das wieder so rum, klappen den anderen Schlitzbeleg zurück, legen das Schnittmuster drauf. So, das Schnittmuster, also da habe ich Washi-Tape benutzt, ich sage euch eins, es ist ökologisch, aber es hält nicht gut. Ich nehme wieder normalen Teser. So, hier haben wir ja das Schnittmuster. Da ist die Linie mit Übertritt markiert. Ich falte das zurück und diese Kante von der Briefecke hier, also die innere, entspricht auch dem Übertritt, weil die Kante kommt ja hier in der Verlängerung der hinteren Mitte. Also falte ich hier erstmal den Schnitt so rum und dann hier diese 2 cm weg. So, lege es dann hier auf meinem Schnitt. Ihr macht das natürlich besser. Hier so, dass die hintere Mitte auf die Heftnaht passt. Und hier oben passt das auch. Ja. Und jetzt schneiden wir, Achtung, nur diese Seite, die andere habe ich ja nach hinten weggelegt, schneide ich das da hier so zurecht. Hier zeige ich es euch noch mal ein bisschen genauer. Jetzt habe ich den Schnitt am Schlitzbeleg von der rechten Mantelseite aufgesteckt und will das jetzt zuschneiden. Hier unten habe ich ja die hintere Mitte mit Heftfaden bis unten markiert. Dann löse ich hier den letzten Stich. Ich ziehe es einfach raus, ich habe ja nichts verknotet. Jetzt kontrolliere ich das auf der anderen Seite. Die andere Belegseite weggeknickt ist. Ich kann sie auch stecken, damit sie da nicht mitgefasst wird. Und jetzt schneide ich das. Sorry für den Lärm. Jetzt mache ich das Schnittmuster hier, kann ich wieder wegmachen und klappe meinen Schlitz wieder auf. Jetzt habe ich einen kürzeren Übertritt und einen längeren Untertritt. Im nächsten Schritt lege ich den Untertritt zur Gegenseite, aber weil die Nahtzugabe auseinandergebügelt sein soll, schneide ich sie hier bis an die Naht heran, vorsichtig nicht durchtrennen. Und so kann ich den Untertritt über den Übertritt legen und dann falte ich den Untertritt wieder um 2 cm zurück. Das stecke ich fest. Und zeige es euch gleich nochmal.
Hier nochmal in größer. Ich habe jetzt den Untertritt um die Hälfte zurückgelegt und festgesteckt. Hier nur die Kante. Und auch der Übertritt ist ja sowieso schon umgelegt gewesen. Den habe ich jetzt auch festgesteckt. Jetzt müssen wir hier oben den Über- und den Untertritt aufeinander steppen. Also hier so eine Naht, aber ohne den Mantel zu fassen. Jetzt sind der Untertritt und der Übertritt hier an den Nahtzugaben aufeinander gesteppt und das kann ich jetzt dann nochmal auf der anderen Seite am Mantel fixieren. Dazu markiere ich mir das hier mit der Stecknadel, drehe es um, hier habe ich schon mal einen schönen Schlitz. Hier sehe ich meine Nadel, markiere mir das dann hier nochmal um. Und jetzt steppe ich von dieser Seite aus, also von der rechten Stoffseite aus, ab der hinteren Mitte hier so schräg rüber. Einfach nur, um den Über- und den Untertritt aufeinander und mit dem Mantel zu verbinden. Der Über- und der Untertritt sind jetzt am Mantel mit dieser schrägen Naht fixiert. Das sieht man dann, ja, ich gebe es zu, der Mantel, das Muster ist nicht optimal. Hier ist diese schräge Naht. Jetzt löse ich den Faden hier, der die hintere Mitte markiert, also diesen Heftfaden, den ziehe ich hier einfach raus. Jetzt habe ich den Mantel gewendet, jetzt ist der Untertritt auf dieser Seite, das hier ist der Übertritt. Jetzt kann ich dann hier die Kante absteppen, dann hält sie auch besser. Die Kante vom Untertritt muss man nicht unbedingt absteppen, sie ist ja eigentlich darunter. Kann man aber machen. Aber nicht bis ganz unten, wir machen ja gleich noch die Briefecke. Jetzt habe ich die Kanten hier abgesteppt vom Über- und auch vom Untertritt. Das könnt ihr auch später machen, wenn die Briefecken schon genäht sind. Wenn ihr es so wie ich jetzt schon machen wollt, dann nicht bis ganz unten, sondern nur bis hier, weil wir legen jetzt hier die Belege so nach außen, markieren uns auf beiden Seiten die Höhe vom Saumbruch, also bei 3 cm von der unteren Kante, wenn ihr es so zugeschnitten habt, wie es im Schnitt ist. Denn die Höhe hier vom Saumbruch wird die Ecke von der Briefecke. So, wenn ich euch jetzt hier nochmal zeige, da haben wir es. Das wäre dann hier für den Übertritt, also die kürzere Ecke. Ja. Und jetzt legen wir einfach hier diese beiden Kanten aufeinander und steppen das dann hier ganz schmal. Also hier habe ich das markiert, da ist die Stecknadel. Dann falte ich das so, dass die Stecknadel hier am Bruch liegt. Und so passt es auch wunderbar übereinander. Stecke es mir fest und steppe meine Briefecke. So einfach ist das. Zeig's euch gleich. Jetzt ist die Briefecke gesteppt. Ich schneide hier noch vorsichtig die Ecken ab und dann kann ich es schon wenden und schön die Spitze rausdrücken. Hier ist mein Saumbruch. Auf der anderen Seite habe ich es schon gewendet. Das ist der Untertritt. Und jetzt habe ich hier meinen schönen Schlitz. Dann können wir hier noch die Kante bis unten absteppen. Und genauso auch hier am Untertritt die Kante bis unten absteppen. Besonders schön und praktisch ist es auch auf der linken Seite, weil wenn der Mantel so flattert und aufgeht, sind die Ecken immer schön. Da habt ihr nicht so einen Überschlag. Und hier gerade bei diesem Bouclé, der ist ziemlich dick, das würde dann nicht schön aussehen, wenn es dann so und so nochmal, schau mal, was das dann für eine Dicke ist. Ne? Da ist eine Briefecke schon optimal. Okay? Jetzt wollen wir das Futter an den Schlitz annähen. Das ist das Rückenteil, hier ist der Saum, hier ist die Bewegungsfalte. Ich habe die rückwärtige Mitte bis zur Schlitzmarkierung gesteppt. Und das hier ist die Bewegungsfalte, also diese 2 cm mehr, die man im Futter immer hat. Und hier habe ich auch nochmal diese Futterfalte vor dem Schlitzzeichen gesteppt. Im weiteren Verlauf wird ja das Futter zurückgeschlagen. Im Prinzip entlang der hinteren Mitte, zumindest auf dem Übertritt. Und deswegen kann man das hier bei 1 cm
von der hinteren Mitte abschneiden. Jetzt ist hier am Schlitz bei 1 cm Nahtzugabe von der hinteren Mitte das Futter durchgeschnitten. Hier ist die Markierung vom Schlitz, dass da hier ist die Bewegungsfalte. Die ist jetzt ja hier abgesteppt. So, das wären die Vorbereitungen für das Futter. Jetzt könnt ihr das Futter im Mantel einnähen, also an der Kante von den Belegen und auch die Ärmel, wenn ihr wollt. Und dann zeige ich euch, wie man das am Schlitz dann annäht. Ich nehme mein Futterrückenteil, das liegt links auf links im Mantel und ich stecke hier die Schlitzmarkierung vom Futter und vom Oberstoff aufeinander. Natürlich nicht so, sonst kann ich es nachher nicht umstecken. So, jetzt lege ich das Futter hier auf rechts, so dass man es dann sehen kann. Und jetzt liegt hier hintere Mitte auf hintere Mitte. Ich habe hier die Nahtzugaben vom Futter umgebügelt. Und als erstes werden die hier auf die Kante vom Untertritt angenäht. Ich stecke es fest und zeige es euch. Jetzt habe ich die Nahtzugabe vom Futter eingeschlagen und hier auf den Besatz vom Untertritt gesteckt. Jetzt, was machen wir mit der anderen Seite, also mit dem Übertritt? Da müssen wir hier das Futter 1 cm unterhalb von der Schlitzmarkierung, also da, wo es angenäht ist, hier ist es offen, 1 cm darunter, schneiden wir es ein Stückchen ein, bis einen halben Zentimeter vor der Kante hier und dann von da aus so schräg nach oben. Und das schlagen wir hier ein. Und das hier auch. Machen jetzt mal den Untertritt weg und stecken es hier auf den Besatz vom Übertritt. Jetzt haben wir hier in die hintere Mitte in Verlängerung das Futter eingeschlagen auf dem Besatz vom Untertritt und auf der anderen Seite hier eingeschlagen auf dem Besatz vom Übertritt und hier oben auch die kurze Kante eingeschlagen. Es gibt keine andere Möglichkeit, als das von Hand anzunähen. Da nehmt ihr ganz kleine, lockere Stiche und fixiert hier das Futter am Schlitz. Und dann von der anderen Seite, da ist ja kein vollständiger Mantel, ist, kann ich euch das hier so locker flockig zeigen. Nicht achten auf die Linien, da es ja nur ein Stück Stoff ist, um es euch zu zeigen, habe ich nicht ganz exakt darauf geachtet, dass es passt. Normal tue ich das natürlich schon. Also hier haben wir unseren schönen Schlitz jetzt hier abgesteppt. Und wenn er aufklappt, juhu, dann haben wir nur das Futter. Das sieht doch super aus, ist doch viel sauberer. Okay?